So, Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, also ich bin noch gerade dabei, hier die Piraten zu befreien. Und bin jetzt hier gerade unter Deck und versuche mich jetzt... Also ich versuche es auf jeden Fall subtiler vorzugehen als jetzt in der letzten Folge. Na, kriege ich den irgendwie, wenn ich den jetzt pfeife mal? Sieht er was? Na? Mich ganz schnell an ihr anschleichen. Ja, beide sehr schnell um die Ecke gebracht. So, der kommt. Na, jetzt kommt er. Ja, jetzt kriegt das Wort um die Ecke gebracht eine ganz neue Bedeutung. Hehehehe. So, und wo steht der andere jetzt? Das sind zwei Stück. Und... Tschüss, Freunde. Wir gehen an Deck. Somit scheint jetzt die Mannschaft voll zu sein und ich habe es doch tatsächlich geschafft, 23 Piraten zu befreien, obwohl eigentlich nur irgendwie 18 gefordert waren. Ja, also komm hier, nimm dir doch ein bisschen was mit. Brauchst du noch nicht rumjammern. An Deck gehen. So, und an Deck gehen tun wir wo? Ja, hier, wo die Leiter ist. So, und jetzt kommen wir zum Schiff fahren. So, den Kapitän hätten wir. Und jetzt habe ich ein Schiffchen. Alle an Bord, Leute! Ding könnt ihr bei eurem Begräbnis hier Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Ja, hoffe ich mal, dass wir das machen. Diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Wir waren es jetzt nochmal genau so. Feuer! Kann ich jetzt Feuer? Dreh passen noch auf Feuer. Achso, mit Y. Wir wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Feuer! Bis dahin, Sir! Mal gucken jetzt hier. Boah, Alter, was geht hier ab? So, der flott entkommen. Okay. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, das ist jetzt wirklich so der Hurricane. Ich sehe es hier. Ach so, okay. Ich habe hier aber irgendwie noch das Problem mit diesen scheiß anderen Schiffen. Feuer! Nicht gut genug! Sind bereit, Sir! Achtung, Einschlag! Oje, oje. Oh Mann, das ist so ein scheiß Riesenpott. Gegner feuert! Lass uns verwegbrechen, ihr Fischer!
Ja, das war ja klar, ne? Ah, ja, gut. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen üben mit dem Schiffchen. Weil sonst komme ich hier nicht auch irgendwie auf den grünen Zweig. Also mit den scheiß Riesenwellen und mit diesen kleinen... Also diese kleinen Schiffe waren jetzt extrem nervig, muss ich jetzt sagen. Dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst. Zu langsam für das Wetter. So. Was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Kann ich jetzt nochmal die Drehbassen? Ne? Da muss ich erstmal so nochmal auf Feuer machen. Feindliches Feuer! Oh Mann. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie. Und wie weit ist Deckung halten, ne? Es hat Schaden angerichtet. Achtung, Einschlag! Macht euch bereit! Ja, sehr gut. Ah, ich sehe es jetzt gerade so auch auf der Karte. Wasserhose! Wie, Wasserhose? Ja, so. Es wird ja immer besser hier, was auf mich zukommt. Boah, lass mich doch in Ruhe hier. So. Was noch eine? Oh je. Yeah. Ja, Kuss bei beiden, genau. Ah, das zieht mich aber auch genau da direkt zu dieser Wasserrose rein. Monsterwelle von Backboot! Boah, oh, achso, okay. Die Monsterwelle von Backboot, genau da reindrehen. Wie wir gesagt haben. Und Deckung. Na, ist doch schon mal super jetzt, wie es läuft. Aber ich möchte jetzt eigentlich gerne mal da zu meinem Ziel kommen. Ja. Okay, noch eine Windhose. Was haben wir hier denn jetzt eigentlich? Was ist das denn? Würde mich jetzt gerne mal interessieren. Ach, ein Unterwassergebiet ist das. Da war gerade eben noch eine Windrose. Ja, super. Also das... Jetzt beim zweiten Versuch und so lief das jetzt echt gut. Also ich muss da wirklich jetzt mit dem Schiff üben. Wir sind sicher nah am Ziel. Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Wally. Warst du schon mal in Nassau, Ada Wally? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Ja, läuft. Jetzt habe ich endlich mal 100% bei einer Mission geschafft. Jedenfalls bin ich der Meinung. Jetzt bin ich echt mal happy.
Also es hat jetzt auch wirklich Spaß gemacht, mit dem Schiff da rumzuschippern. Obwohl eigentlich die Windrosen und die Dings relativ uncool waren. Diese Riesenwellen. Jetzt weiß ich es, Adel. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Eher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Nähgarn taugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Was ist Reisegeschwindigkeit? Ah, okay, da sind ja wahrscheinlich volle Segel, aber ich will jetzt hier noch eigentlich ein bisschen so die Ausrüstung mitnehmen. Also was er hier so, dieses Proviant oder so. Und ich versuche eigentlich auch jetzt so die anderen Schiffe im Moment ein bisschen auszuweichen. Das ist unser Ziel, okay. Also wenn ich jetzt hier rumschippe, dann denke ich mal, habe ich relativ gute Karten. Ja, das müsste das jetzt sein. Ich hoffe, ich komme jetzt da nicht den anderen Schiffen zu nahe. Sende voraus! Ausweichen, Captain! Gebt den Wind nach! Ja, okay, ich bin voll aufgefahren, ne? Aber wie kann ich denn da jetzt... Ist da? Los, Segel, los geht's! In die Banden! Segel setzen! Ich hab doch keinen Plan und so, ob das jetzt so richtig ist. Alle Segel reffen! So, ich verlasse jetzt mal. Niederholen. Steuerruder? Ja, gut. So. Ich jetzt mal so vom Schiff. Captain in der Salzlage! Ja, Captain in der Salzlage. Steht zwar da jetzt irgendwas vom Segeln, aber. Wenn ich da jetzt hinschwimme, ist das jetzt schlimm? Hauptsache, ich komme noch an, oder?
Okay, Wildtiere jagen. Jagen und herstellen. Sie können Tiere jagen und häuten, um Tierprodukte zu sammeln. Diese Ressourcen ermöglichen Ihnen neue Gegenstände und Upgrades für Edward herzustellen. Mit den Adlerauge können Sie leicht, können Sie Tiere leicht entdecken. So, Sie können das Herstellungsmenü über das Pausenmenü. Achso, Sie erreichen das Herstellungsmenü über das Pausenmenü. Ja, ein Ozelot per Luft. Ozelot erlegen und gehäutet. Das muss ich dann dafür tun und so, dass ich eigentlich mal. Muss ich es gerade nochmal überlegen, wie war das jetzt mit den Pfeilen? So. Wenn ich jetzt auf die schieße. Ein Leguane schießen, okay. Und wo ist das Viech jetzt? Ja, da liegt es doch. Ja, nicht bitte dahin. So, und wieder eins schießen. Na, bleib doch mal hier. Sehr gut. Jetzt habe ich zwei Stück, ne? Dann muss ich gucken, was ein Ozelot. Aha, zurück zum Schiff. So ein Ozelot. Okay. Oder? Jo. Ja, jetzt habe ich nicht getroffen. Doch hier in Ozelot treffen. Ah, wo ist das Ding jetzt hingesprungen da? So, versuchen wir es nochmal. Wieder nicht getroffen. Und den habe ich getroffen. Oben blinkt doch schon wieder etwas. Da ist ein Fragment. Das will ich auf jeden Fall haben. Da muss ich irgendwie hier hoch. Komme ich da hoch? Nee, ne? Komme ich da jetzt hoch? Ja, auf den wahrscheinlich. Nee, komm her. Also machen wir es anders hier über den Baum oder über die Palme. Darüber springen. Da hoch. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder einen Todessprung machen, oder? Jo.
So, ein Animus-Fragment habe ich schon mal. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was sie sind, aber ich denke mal, ich werde das hier früher oder später irgendwann mal raus erfahren. So, jetzt komm. So, jetzt habe ich den auch. So, und dann jetzt ein Ocelot erlegt und gehäutet, einen neuen Holster herstellen. Okay. Also Herstellung. Pistolenholster. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch. Jetzt wenigstens gibt es dann halt wieder dieses Crafting, was ich halt auch extrem gut finde. So. Und ein, was soll ich noch herstellen? Gesundheitsupgrade. Okay, machen wir das natürlich auch. So, nun. Habe ich doch. Ich hätte doch eigentlich jetzt ein Dings hergestellt, oder nicht? Jetzt habe ich aber immer noch kein neues Holster, oder? Ja gut, dann muss ich ein paar Luftattentate erlegen. Oder das habe ich jetzt. Ich kann es aber mal jetzt nochmal irgendwie probieren. Ich schleiche mir eh die ganze Zeit so rum. Oder? Wo sind die denn? Aber jetzt weiß ich wenigstens, für was die ganzen Tiere heute da sind. Das finde ich jetzt eigentlich echt nice, dass es wieder so das Crafting-System gibt. Ich denke mal, so wahrscheinlich so im späteren Spielverlauf hat man eh wahrscheinlich dann alles. Aber wenn da ein bisschen so Crafting dabei ist und man eigentlich so den eigenen Charakter ein bisschen upgraden kann, finde ich eigentlich relativ nice. So, da ist eine Kiste. Und ich laufe daran vorbei. Machen wir mal erbeuten. So, jetzt hol ich mir noch schnell das andere Fragment. Ich glaube, ich muss hier irgendwie hoch. Oder? Komm ich hier hoch? Komm ich da hin? Auch wieder über den Todessprung. Wie ich das jetzt sehe. Und irgendwie muss ich dann. Ja. Ja, komm. Ach, wieder über diese Palme. Also über eine andere Palme, nicht über diese. Komm. Ja, ja, hoch, genau. Und dann springen. Aber ich glaube, das ist da oben irgendwie. Ist das eigentlich auch sowas wie ein Aussichtspunkt? Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann habe ich doch eigentlich auch die Karte. Ja. Ich habe mich nämlich jetzt gerade gewundert, warum zeigt es mir nämlich das Ding da an? Und ich kann da irgendwie nichts machen. So, gehen wir mal da oben hoch. Ja, wann kann ich jetzt synchronisieren? So, jetzt. Jo, wie sieht's mit der Karte aus? Ocelot. Ah, ja. Gut, ich würde erstmal sagen, wir machen mal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss und goodbye.